Also Fritz Schneider habe ich kennengelernt auf meinem Trip nach Marokko. Ich glaube, in Frankreich habe ich ihn einmal kurz gesehen. Ich glaube, es war La Fitenia und dann hinterher in Spanien nochmal. Ich glaube, das war auch gerade kurz hinter La Fitenia. Das war Mondaga, auch ein dicker Tag. Ja, und dann habe ich ihn aus den Augen verloren. Und dann das nächste Mal habe ich ihn am Anchor Point wieder gesehen. Und das war der Tag der Tage eigentlich. Also riesengroß, riesengroß. Es waren nur die Locals draußen und ich. Und ja, sonst habe ich eigentlich niemanden gesehen. Und dann, ja, sind wir rausgepaddelt und wollten abscoren, auch Bernd. Aber scheiße, da bin ich bei der ersten Welle voll auf die Fresse gefallen. Ja, und dann reingewaschen worden, rausgepaddelt. Und beim zweiten Mal bin ich wieder auf die Fresse gefallen. Das war richtig peinlich. Und dann paddel ich raus. Und wer taucht neben mir auf, der gerade vom Anchor Point reingesprungen ist und vielleicht auch im dicken Wellen scoren wollte? Fritz Schneider. Und sagte zu mir: Ich hab's vom Rock aus gesehen. Das war scheiße. You did it like a tourist. Und ich guck ihn an, ich sag, was willst du denn? Ich habe dich zwar in Lafitte gesehen und in Mondaga, aber so einen dicken Strahl hast du auch nicht gepisst. Und jetzt sagst du zu mir, I did it like a tourist. Okay, wir zusammen rausgepaddelt, die Locals geguckt und so. Ich habe dann die nächste Welle genommen, natürlich richtig abgescored. Und dann sagte Fritz zu mir, heute Abend müssen wir einen richtigen drauf machen. Und ich glaube, wir haben fast ein halbes Heck weggeraucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Gab Hookahs, Bongs, es gab alles, was man sich vorstellen kann. Und auch ein, zwei Flaschen Whisky. Mit den Locals. Und wir haben eine riesen Session gehabt. Und so habe ich Fritz Schneider getroffen. Das war schön.